So. Das ging nicht, weil da noch das Ding drüber war. Habe ich denn Bäume dabei noch? Ne, hab ich nicht. Da ein Topfen, da ein Topfen. Machen wir da noch einen hin, machen wir da noch einen hin, machen wir da noch einen hin. Ja, warum nicht? Ach, viel da passt da gar nicht rein in den Topf. Der passt da nicht, na dann passt er halt nicht. Ist mir auch egal. Dann fliegt er da halt wieder hier unten rein. Dann nehmen wir uns mal einen davon mit. Dann nehmen wir uns einfach mal einen davon mit. Dann nehmen wir uns halt noch einen davon mit. Einen davon. Und noch einen davon. Klack. 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 Dann hab ich auch noch zwei Töpfe. Auch noch zwei Töpfe. Habe ich eigentlich Pulver? Nee, gell? Dann nehmen wir uns halt noch. Nehme ich noch mit? Keine Ahnung. Nehme ich halt wirklich Pilze. Also, ich nehme keine Pilze. Ich tue Pilze in den Topf. So, nicht anders. Weil ich übrigens wundert, der Flo ist wahrscheinlich wieder AFK. Das ist ja öfter so bei ihm. Er geht aber AFK. Das, ja, ist so. Was ich mich auch frage, ist, warum ich das nicht einfach so gemacht habe. Hm, die Wege sind unergründlich bei mir. Mach ich das so. Da ist er wieder, unser kleiner AFK-Boy. Guten Tag. Guten Tag? Bei dir heute, oder was? Nein, guten Tag, hab ich gesagt. Luschentag? Echt jetzt so? Schon ja. Wieder? Boah. Wie oft hast du bitte einen guten Tag? Hör auf. Du bist schon fast so ein Happy Friend hier. So, keine Ahnung. Ja, das bin ich. Ich bin fast immer glücklich. So, Alter, das sieht voll geil aus hier. Ich habe gerade voll was cooles Zeug erreicht. Tim. Tim? So, jetzt können wir noch unsere Diamantschaufel ruinieren hier. Warum nicht? Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Aber wirklich nicht. Da lugt schon der erste Stein drunter vor. Da frisst er einfach im Hintergrund. Ich glaub's ja nicht. Ich mut mich mal. Du mutest dich mal? Finde ich jetzt sehr sozial von ihnen. Die meisten hätten sich gemacht, die hätten immer weiter gefressen. Großes Lob an dich, lieber Flo. Du hörst mich ja noch. Dankeschön, Dankeschön. So. Haben wir jetzt hier ein bisschen Platz noch geschaffen? Können dann hier weiter basteln? Sehr gerne, da tun wir jetzt echt ordentlich aufräumen hier, also vom platztechnischen her. Da haben wir jetzt hier den ganzen Dings genommen, das heißt von hier kann uns gar nichts mehr attackieren. So Creeper-technisch und so. Ich müsste natürlich noch irgendwie. Moment. Wir können jetzt theoretisch das hier durch Türen ersetzen, da kommt hier wirklich nichts mehr rein. Das hier oben ist dann halt alles so ein bisschen Freestyle gemixt mit Fantasie und ich kann das nicht.
Und ja. Hier ist Zaun, das heißt, da kommt nichts durch. Und jo, das ist alles gut ausgeleuchtet. Da hinten vielleicht noch eine Fackel mehr und dann passt das. Und hier sollte ich vielleicht die Büsche durch Fackelsteine ersetzen. So. Was will ich denn mehr? Gehen wir nochmal schlafen. Schlafen, ich gehe jetzt schlafen mit den ganzen Schafen. Und dann testen wir mal, warte mal, wir sind doch gerade in der Aufnahme zum Testen so. Und dann nehme ich jetzt einfach mal ein anderes Sektor, ups, anderes Sektor weg noch. Ressourcepakete. Hauen wir das mal raus. Und nehmen mal das Zombie-Welt oder Endzeit. Ah, das ist hässlich, gleich wieder raus damit. Ordner öffnen. Wie ist das? Aleph, 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 Aleph. Gleich mal löschen die Datei. Achso, geht nicht, schade. wie ist denn das Crafter... Crafter Yada? Crafter Yada. Oh, das ist ein 16... Das ist ein 16-Pixel-Pack. Cool. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Sonne ist ein bisschen grell, aber ansonsten sieht es echt schnieke aus. Schön mal eine Weile mit dem. Wir machen es einfach mal so, ich spiele eine Weile mit jedem Pack. Außer mit denen, die ich wirklich, wirklich hässlich finde. Dazu zählen das, was ich gerade löschen wollte. Und Star Wars Pack ist nicht hässlich, aber zum Spielen unserer Welt bringt es einfach auch nichts. Deswegen würde ich das auch nicht nehmen wollen. Und dann könnt ihr mal mit entscheiden, schreibt es in die Kommentare, was fandet ihr am besten und so, und dann können wir da dementsprechend neue Packs nehmen. Ich verlasse mich da ganz auf eure Entscheidungskraft. Kraft eurer Entscheidung. Natürlich nicht diese Art von Entscheidung, aber naja, ihr wisst schon Bescheid, ne? So. Das 64 Erde habe ich noch. Hier wieder das große Terraforming. Wir kennen es ja bereits. Wir kennen und lieben es. Nicht. Hier müsste ich dann bis... bis hier. So. Und hier müsste ich bis... hier. Und das müssen wir uns alles auffüllen, dann können wir den Bereich dann abzäunen und hier weitermachen. Ist auch eigentlich eine ziemlich coole Strategie, so wenn du wirklich sicher spielen möchtest, zum Beispiel im Hardcore-Modus. Du zäunst den Bereich komplett ab mit Zaun. Also suchst du natürlich vorher eine Menge Holz und ein paar Setzlinge zusammen. Du lebst nachts sicher in Höhlen so lang. Und wenn du fertig bist, dann suchst du dir ein Grundstück, einzäunen, ein recht großes natürlich, damit auch Skelette dich nicht attackieren können. Tust es dir komplett ausleuchten einfach und fängst dann an, da zu bauen. Wenn du fertig bist und dir dich sicher fühlst, dann tust du während des Tages wieder neu was abzäunen und dann geht's im nächsten Nacht weiter. Wie machst du das jetzt hier? Hm.
Ich könnte maximal hier einen Eingang dann reinbauen. Wo man dann rauskommt. Er kommt mit genau denselben ekligen Geräusch wieder rausgegangen. Ich bin da rein. Schön, dass es dich gibt. Oh Mann. Frank? Ja? Was würdest du dem Team sagen? Any, Brau, Maokai, Darius, Duschen. Die armen Gegner. Any, Bürstschaden, Luschen hopst wie so bekloppt da hinterher. Darius macht einfach nur Watsch. Darius jumpt Braum tankt alles Luft. Weg, was da ist. Und was Maokai. War noch? Ja, ein Maokai, guter Jungler halt. Nichts OP ist jetzt, aber passt gut ins Team mit seiner Ulti. Ja, und seinen auf Slows. Jeden Fall. Und sein Stun. Ey, die Äpfel sehen im Texture-Pack cool aus. So schön grün. Ich mag grüne Äpfel, die sind am knackigsten und schmecken am leckersten eigentlich. Dieser Apfelrassismus immer bei mir, ey. Ich habe 3 Tonnen Holz dabei, warum renne ich weg, um Holz zu holen? Ach ja. Ein Königreich für ein Gehirn. So, ich meinte gerade, dass es eine ziemlich geile Idee wäre. Kennst du den Hardcore-Modus bei Minecraft? Liebstes Florian? Nein. Nicht? Ich habe selten, ich habe einmal Minecraft gespielt in meinem Leben. Nee, sogar öfters. Ich dachte, das mit Leo öfters, ja, wollte gerade sagen. Ja, das stimmt. Ich habe mit Leo Minecraft gespielt. Und damals war ich noch kleineres Kiddy. Und wir hatten dann so ein Projekt laufen, das ging, glaube ich, 4 Monate Hardcore-Sucht hin. Ja, und dann kam ein Kumpel von mir und ich auf die Idee, Leos Objekt zu zerstören. Ah, okay, ja. Da war Minecraft tabu. Und dann war Minecraft tabu und Leo war mega mad. Der hat mich sogar im Real Life ignoriert. Das war du hast mein Ding kaputt gemacht! Wollen wir wieder Freunde sein? Nein, du hast mein Minecraft-Haus kaputt gecreeft. Naja, es war ein ziemlich krasses Ding. Ich glaube, er hat eine Pyramide gebaut oder so. Mit 5 Etagen. Boah, und da habt ihr kaputt gemacht? Jo. Ihr seid so richtige Schweine gewesen. Ne? Also auch mit Aufzug und allem drum und dran. Boah. Dein Bipapo. Würdest du dich heute noch hassen für? Wir könnten nie wieder Freunde sein, ist dir schon klar, ne? Ja. Ich würde dich einfach hardcore ignoren. Natürlich hätte ich dich vorher noch zugeflamed. Keine Frage. Flaming Boy halt, ne? Richtig. Er nennt mich ja liebevoll Flaming Boy und den Ruf muss ich einfach gerecht werden, weil... Was wäre ich denn für Flaming Boy, wenn ich nicht flamen würde? Mein Vater hat mich immer Franky Boy genannt, denn er nennt mich Flaming Boy. Na gut. Papa, bist du es? So, super. Da haben wir hier eine Mauer gebastelt. Das ist echt ziemlich geil. Dann tun wir die Mauer dann am Ende irgendwie so rumführen lassen. Und dann haben wir eine Mauer komplett um unser ganzes Gelände. Und dann haben wir... Ja, voll geil. Sind wir denn mehr? Naja, es ging eben darum, dass wenn man nicht von Creepern und sowas einfach kippt werden will, dass es eine ziemlich geile Idee ist, wenn man sich einfach immer ein Grundstück abzäunt und dann erst anfängt darin zu bauen. Und das natürlich komplett ausleuchtet, da kann man ja gar nicht erkippt werden. Und auf diesen genialen Entschluss bin ich gekommen, weil... Brains. Weißt du Bescheid? So, hier bauen wir dann natürlich... Türen rein. Was habe ich hier noch drin? Nichts Besonderes, da kann ich mal die Äpfel reintun. Und ich brauche neue Fackeln. Dann kann ich mal diesen ganzen Creeper-Stuff hier und was ich alles dabei habe, wegtun. So, wie sieht's denn hier aus? Ist ein bisschen dunkel hier alles. Ach, hier ist ja noch ein freies Gehege. Macht mega Spaß gerade in der neuen Welt, in der neuen Region zu bauen und mal nicht in der alten rumzuhängen. Ist immer so sehr erfrischend. Wie eine morgendliche Dusche. Was?
dachte schon wieder eine morgendliche Latte. Erfrischend. Alles klar. Ah, das ist ja auch geil. In dem Texture-Pack wird mir hier das Leben mit Heal-Pots angezeigt und das mein Hunger mit Mana-Pots. Nice, eigentlich eine Blüte. Interessant. Ja. Also wenn ich da mein Game liefen sollte und ihr kurz seht, wie meine Maus herumschwirrt, dann wird es daran liegen, dass ich den lieben MC Dragon kicken muss, weil er dieses Geräusch macht von ihm, was ich absolut nicht leiden kann. Okay, ich reiß mich zusammen, Weiß nicht, dieses Geräusch, ich verbinde es mit purer Arroganz, ich weiß auch nicht warum. Ja, ist ja gut. Genau das meine ich. Ich mach's schon zu. User in your channel was kicked from the server. Ich wusste es einfach zu. Das ist einfach immer wieder ein wunderschönes Gefühl. User joined your channel. Da bettet er noch drum. Um Gnade. Du hast es wieder gemacht. Ich hab gesagt, lass es und du hast es wieder gemacht. Aber es muss auch einfach mal im Let's Play gezeigt werden, unsere Zuneigung zueinander. Achso. Du meinst ja die Macht, die du hast, oder? Ja, ich muss einfach meine Macht machen. Genauso wird es euch ergehen. Was? Mir durfte man keine Verantwortung zumuten. Ey, ich hab ein Schaf gefunden. Geil. Geh ins Gehege. Yo, ich hab ein Schaf gefangen, geil. So geil. Ich so gestern so, also nee, bei der letzten Aufnahme so, ey, ich brauch unbedingt ein Schaf. Mal gucken, ob wir irgendwann eins finden. Dreh mich um, ist ein Schaf hinter mir. Hey, Schaf gefunden. Toll. Genau so. Das war ein Pferd. Voller Überzeugung. Das war jetzt aber ein Pferd. Ich weiß, du hast im Bio nicht gut aufgepasst, aber das war ein Pferd. Nein, du hättest eigentlich sagen müssen Geometrie. Geometrie? Ich weiß, du warst in Geometrie nie der Beste. Aber das war ein Pferd. War ein Pferd. Ich überlege gerade, ich habe jetzt hier so einen schönen Garten, dann habe ich hier so ein Ding, dann habe ich hier meine Gehege. Ich überlege, ob ich jetzt hier einen See reinbaste mit Bäumen. Aber habe ich schon alles? Eigentlich habe ich schon alles, ne? Ich könnte ja echt einen See reinbasteln. Und dann so Brücken drüber basteln. Wo die man dann ans andere Ufer kommt. Das wird hier voll die Chillerinsel, ey, ohne Mist. So. Wieder ein paar Fackeln setzen, nicht dass die Creeper sich denken, hey, da buddelt ihr die Fackeln weg, dann hörst du unsere Atomexplosion. Ich wollte ja immer mal diesen, weiß nicht, als es so rauskam, wollte ich immer diesen What the fuck Boom Effekt mal haben. Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, weil ich das Geräusch einfach hasse, aber zwischendurch war das mal ganz cool. Oh, come on! Läuft nicht so gut, wie du gedacht hast. Ich hab grad einen mega Fehler begangen. Du hast jetzt zwei Mana-Bots statt zwei Heal-Tränke gekauft. Stimmt's? Nee, ich hab den Support gechased bis in die Mitte hin. Dann hab ich mich gewundert, warum ich sterbe gegen den. Ja, das mit den Mana-Bots war schlimmer. Okay, gut. Es? Ich dachte schon, es ist irgendwas Kritisches gewesen. Da geht's ja. Katlin, die Katlin, ne? Diese Katlin, ne?
Ja, du spitzt LOL. Das ist auch mein Spruch, aber lassen wir's. Kann ich dir nichts dafür, wenn du die guten Sprüche hast? Lass es dir patentieren? Werde ich wohl müssen.